Ja, moin moin ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Rumpel mit einem kleinen Tutorial. Wie installiere ich einen TeamSpeak Server in AMP? Ist ja eigentlich ganz einfach und wir gehen das Ganze mal eben mit euch durch. So, wie gesagt, wir suchen ja hier, ich brauche es nicht nochmal machen, den TeamSpeak Server ausschreiben, einfach hier oben unter Friendly Name etwas hinein. Ja, sagen Create Instance, also bekommen wir dies. Gehen dann also auf Manage herüber. So, dann sagen wir Update. Ja, wenn der Server abgedatet ist, das sehen wir hier in der Konsole, ja, fährt er das Update. So, danach gehen wir ganz einfach hin. Wie ihr seht, hier oben ist ja auch der Token und so weiter schon. Das bekommen wir nach den einmaligen Starten. Danach gehen wir hin in unserem File Manager. Dann haben wir hier, Entschuldigung, ein bisschen erkältet, gehen wir hier unter ja, den Server. Dann sagen wir ganz einfach, Moment, müssen wir aber runtergehen. Gehen unter die Lautliste. So, dann sagen wir Edit. Hier drunter schreiben wir unsere IP hinein. Ja. So, das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Das ersetzt ja gleich auch automatisch unter Server für Windows und für Linux. Wenn wir es in Linux machen oder mit Windows, das spielt keine Rolle. So, dann gehen wir einfach wieder zurück. Haben ja quasi jetzt hier unseren Server fertig gemacht und starten diesen einfach hoch. So, dann bekommen wir den SFTP, Voiceport, Transferport und Telenetport. Die anderen Ports brauchen wir nicht. So, dann gehen wir einfach rüber, sagen in unseren Teamspeak und legen uns hier einen Server an. Das tue ich jetzt auch mal. Ja, hier schreibe meine IP rein. So, den Port brauche ich natürlich auch. Doppelpunkt wäre dann 15.001. So, das haben wir auch gemacht. Jetzt sagen wir anwenden. So, okay. Dann gehe ich auf meinen Teamspeak, den hole ich jetzt auch mal rüber. Hier läuft auch schon einer. So, Favoriten. So, Favoriten verwalten. Dann sage ich jetzt, verbinde in einen neuen Server. Hier ist der TeamSpeak-Server. So, da habe ich mir vorhin den Token schon besorgt. Ja, das ist ja der Token, der beim ersten Start oben drin steht. Sag einfügen und Server fertig. Edited. So, den Server habe ich jetzt eingestellt und schon habe ich meinen Server fertig. So, wenn ihr fragt, ihr fragt euch hinterher wahrscheinlich mit der Lizenz und so weiter, wie funktioniert das? Die Lizenz packt ihr hinterher ganz einfach hier in euren TeamSpeak-Verzeichnis hinein, ja, die erkennt er automatisch. Oder wir haben ja auch noch die Einstellmöglichkeiten unter Server-Settings. So, dann können wir hier noch einige Sachen einstellen, wie der TeamSpeak-Server funktioniert und so weiter. Jetzt können wir mit Scroll noch arbeiten, ja, aber in der Regel reicht es einfach schon, wenn man den ganz normal so und einfach einstellt. Hier oben denkt man an die Lizenzbars, den könnt ihr angeben, ja, und ja, starten, stoppen. Und wie ihr seht, der TeamSpeak läuft auch weiterhin, er hört nicht auf, ja, und das ist eigentlich spitze. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, das kleine Video hat euch geholfen, ein TeamSpeak hier schnell und ja, stabil auf dem Server einzurichten mit dem AMP Web Interface. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Lieb Gruß, euer Rumpel. Ciao, ciao.